Hallöchen, hier ist wieder euer Ziegelstein 21 zurück mit dem allerersten Video für das Jahr 2017. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle gut ins neue Jahr reingekommen seid. So das ein oder andere Feuerwerk angeschaut habt oder auch selber gemacht habt. Und heute gibt es ein, wie gesagt, neues Technikvideo, denn ich habe ja vor ein paar Wochen die Updates angekündigt. Und heute gibt es das Update-Video zum XGPS 150A, was schon hier unten steht. Da habe ich ein paar neue Informationen gesammelt, weil ich habe das Teil schon ein bisschen länger getestet. Habe es auch schon im Hardcore-Einsatz gehabt und das nach dem Intro seht ihr dann die Informationen, die ich da gesammelt habe. Bis gleich. Viele werden sich erstmal fragen, wozu kauft man denn überhaupt einen GPS-Empfänger? Denn die meisten normalen Handys haben ja GPS-Module eingebaut, das heißt, könnten theoretisch auch navigieren. Noch dazu habt ihr hier kein Display, das bedeutet, ihr könnt halt nur, in Anführungszeichen, sehen, ob ihr gerade ein Signal habt, ob ihr Bluetooth-Verbindung habt oder ob die Batterie gerade in Ordnung ist. Und ja, meine Antwort ist darauf, dass ihr euer Handy vom Akku her schonen könnt, da die neuen Bluetooth-Technologien natürlich sehr stromsparend geworden sind und das Teil seinen eingebauten Akku hat, könnt ihr dadurch den Akku schonen. Der zweite Punkt ist, dass dieses Gerät super schnell eine GPS-Verbindung aufbauen kann, wenn ihr euch nicht zu schnell bewegt. Das heißt, ich habe das schon mal getestet gehabt. Im Auto braucht es ein bisschen länger, aber wenn ihr steht, dann ist es super schnell erledigt mit der Verbindung und die Verbindung hält auch wirklich super gut an. Das heißt, sie läuft relativ stabil. Und das andere, weil ich fahre zurzeit ziemlich viel Mountainbike, kann mit dem Teil dann Routen aufzeichnen, beziehungsweise brauche ich dafür eine App, kann da meinen kleinen iPod mitnehmen, der zeichnet die ganzen Routen auf, die kann ich mir daheim, wenn ich Internet habe, dann aufzeichnen und während der Fahrt bleibt der dann die ganze Zeit im Rucksack, nur über Bluetooth-Verbindung gekoppelt und ist dadurch dann halt nochmal sicher und wird dadurch halt, durch den Rucksack wird das Signal nicht abgeschwächt, weil ich das Teil halt durch dieses Band, was mitgeliefert ist, sowohl ans Handgelenk packen kann, als auch an den Fahrradlenker oder auch ans Bein machen kann und dadurch ist man halt dann erstmal nicht eingeschränkt. Bevor ich euch noch die App zeige, erzähle ich noch kurz was zur Akkulaufzeit von diesem kleinen Teil. Also ihr schafft damit auf jeden Fall 6 Stunden durch, auch mit Aufzeichnen. Und ich muss sagen, das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich lange dafür, dass das Gerät eigentlich so klein ist. Das ist jetzt also wie versprochen die App, die ich zum Aufzeichnen von meinen Routen benutze. Ich habe hier die Free-Version, das heißt leider, dass ihr von Werbung zugemüllt werdet. Finde ich ist aber noch verkraftbar, wenn man überlegt, welche guten Funktionen da eigentlich eingebaut sind. Denn ihr könnt natürlich hier unter Activity eure Aufzeichnungen starten. Macht jetzt keinen Sinn, weil ich weder GPS-Signal habe noch Internet. Wir gehen erstmal zu History. Hier sind nämlich erstmal alle eure gefahrenen Routen aufgelistet. Die könnt ihr alle durchschauen. Direkt mit Kilometerangabe. Ihr könnt auch einstellen, welches Wetter da gewesen ist, welches Datum. Wir klicken einfach mal hier auf diese Aufnahme hier. Denn jetzt kommen hier die interessanten Fakten, sage ich mal. Denn ihr seht hier oben eine Karte. Falls ihr Internetverbindung habt, seht ihr auch die Städtenamen und so weiter und so fort. Aber erstmal seht ihr hier oben auf der Karte so. Genau, da seht ihr einmal, wie schnell ihr gefahren seid. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Das heißt, da wo grün ist, seid ihr ganz langsam gefahren. Und je nachdem, wie weit es in Rot geht, seid ihr richtig schnell an der Stelle gefahren. Das finde ich, ist richtig, richtig gut gemacht, weil man dann schauen kann, wo man langsam gefahren ist, wo man schnell gefahren ist. Ansonsten zeigt ihr halt die komplette Distanz an, die ihr gefahren seid, die Dauer, die ihr gebraucht habt. Gut, das mit den Kalorien, glaube ich, stimmt nicht ganz so, was da steht, aber das ist ja egal. Er zeigt an, in wie vielen Minuten ihr einen Kilometer schafft, Durchschnittsgeschwindigkeit, die maximale Geschwindigkeit, die ihr gefahren seid hier
unter Maximum Speed. Wie hoch ihr gefahren seid, na gut, ne, Mountainbike in der Gondel, ne, da schafft man schon mal 2068 Meter, und wie viel Meter man nach unten gefahren ist vom Startpunkt aus. Hier gibt es halt noch andere, weitere schöne Funktionen, die ich ehrlich gesagt nicht brauche, aber die gibt es auch nur in der Premium-Version. Ansonsten habt ihr hier, könnt ihr hier nach Monaten sortieren oder alle Aktivitäten anschauen. Es gibt Statistiken, ihr könnt euch auch, wenn ihr euch mit Facebook verbindet, mit euren Freunden messen, was weiß ich, brauche ich nicht, aber könnte für den einen oder anderen vielleicht interessant sein. So, das war's jetzt mal mit dem kurzen Update-Video zu meinem GPS-Empfänger. Falls ihr noch mehr Interesse habt an dem Gerät, könnt ihr euch gerne das andere Video anschauen, was ich dazu gemacht habe. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat und wenn ich dem einen oder anderen draußen vielleicht ein paar hilfreiche Tipps geben konnte, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren wäre auch nicht schlecht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.